3 Minuten braucht Florian Gottstein von seinem Arbeitsplatz zum Rettungswagen. Großbrand im Miesbacher Stadtteil Parsberg. Ein Fall für die SEG, die Schnelleinsatzgruppe. Miesbacher 7170 ist aus. Florian Gottstein arbeitet als Druckermeister. Doch wenn der Piepser ruft, rückt er innerhalb von Minuten aus. Ich habe Gott sei Dank mit meinem Chef einen sehr großzügigen Arbeitgeber, und der auch viel Verständnis hat und mich für diese Aufgabe freistellt. Florian Gottstein war auch bei dem Brand im August 2014 dabei. Stundenlang kämpfen alle Einsatzkräfte gemeinsam gegen die Flammen, mit einem Unterschied. Die freiwilligen Feuerwehrleute bekommen ihren Verdienstausfall vom Freistaat erstattet. Er und die anderen ehrenamtlichen Retter vom Roten Kreuz dagegen nicht. Verstehen Sie denn, dass da Unterschiede gemacht werden? Nein, überhaupt nicht. Also ich finde die Arbeit gleichwertig und da darf es keinen Unterschied geben. Seit Jahren kämpft das Bayerische Rote Kreuz dafür, dass seine Ehrenamtlichen genauso behandelt werden wie die bei der Feuerwehr und beim Technischen Hilfswerk. Jetzt scheint man bei der Politik endlich Gehör zu finden. Die eigentlichen Retter an der Front könnten oft einmal gar nicht auskommen ohne die Betreuung durch unsere Leute. Der psychosoziale Dienst ist ein solches Beispiel auch. Und von daher war es wirklich höchste Zeit, dass dieses Thema intensiv behandelt wurde. Und da bin ich jetzt sehr froh, dass wir wohl auf der parlamentarischen Ebene den Durchbruch erreicht haben. Noch in diesem Jahr sollen die Änderungen auf den Weg gebracht werden. Davon würde auch Florian Gottstein profitieren, nach über 30 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit. Warum machen Sie das überhaupt? Aus innerster Überzeugung, ne? 1100 Stunden im Jahr ist Florian Gottstein ehrenamtlich für Menschen in Not da. Es ist mehr als überfällig, dass Rettungskräfte dafür auch endlich Geld vom Staat bekommen.